diese, was dort sieht. Und zwar geht es vor allen Dingen um die Auseinandersetzung mit drei Personen. Es geht um die Auseinandersetzung mit Gabriele Krone-Schmalz. Wir erinnern uns, sie hat Ende Oktober 2022 einen sehr viel beachteten Vortrag gehalten an der Volkshochschule in Reutlingen. Dann geht es natürlich um Daniele Ganser. Dann geht es um Ulrike Gero. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, was man da so Schönes zu lesen bekommt. Und zwar habe ich mich mit Beiträgen auseinandergesetzt, die vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet sind, dass diesen drei Personen jeweils die Stellungnahme von anderen Menschen entgegengehalten wird, die ihrerseits auf den jeweiligen Bereichen, insbesondere im Bereich Osteuropaforschung, insbesondere im Bereich Ukraine, für sich wissenschaftliche Expertise in Anspruch nehmen. Schauen wir also mal, was da die Vorwürfe sind. Tja, bei Gabriele Krone-Schmalz lesen wir schon am Anfang eines Artikels C-Online vom 31. Oktober 2022. Überschrift: Kritik an Putin-Versteherin. So, das Wort Putin-Versteher, das haben wir ja schon oft gehört in der letzten Zeit. Putin-Versteher ist jeder in dieser Logik, der es wagt, die Frage zu stellen. Der es wagt, die Frage zu stellen, was hat denn Russland zu der Invasion in die Ukraine bewogen? Das heißt noch lange nicht, dass das gut geheißen wird. Man hat überlegt nur, naja, wenn wir aus dem Krieg rauskommen wollen, müssen wir überlegen, wie wir in diesen Krieg reingekommen sind. Das ist ja eine Fragestellung, die nicht so ganz fern liegt. Der Framing-Begriff Putin-Versteher meint aber jetzt was ganz anderes. Wer auch nur versuche, die russische Position zu verstehen, Klammer auf, was noch lange nicht heißt, sie gut zu heißen, Klammer zu. Wer es nicht wenigstens versucht, der wird zu einer diplomatischen Lösung am Verhandlungstisch nie gelangen. Wenn ich diese Frage also nicht stelle, verbaue ich mir die Chance auf eine Verhandlungslösung. Wenn ich Menschen, die diese Frage stellen, zu Putin-Verstehern deklariere, und zwar in dem Sinne, ach, der ist doch wahrscheinlich, das sollen die Menschen denken, die diesen Framing-Begriff hören, ein potenzieller Verbündeter von Putin und damit letztendlich ein Landesverräter, weil der sich damit zum Verbündeten unseres potenziellen oder vielleicht nach Annalena Baerbock sogar aktuellen Kriegsgegners macht, dann ist das ein ganz mieser Framing-Trick. Ich sag's bei vielen meiner Auftritte zur Zeit, der mieseste Framing-Trick, den ich in den letzten 3 Jahren in den sogenannten Qualitätsmedien erlebt habe. Und das will nach der ganzen Feindbild-Rhetorik rund um Corona schon einiges heißen. Ja? So. Aber so will Herr Giest zwar es wissen lassen, solange Putin von seinen imperialen Vorstellungen und von seinem Versuch, Ukraine zu vernichten, nicht ablasse, sei mit ihm eine Verhandlungslösung ja gar nicht möglich. Tja, Belege findet man für diese Hypothese nicht, denn in der Tat ist eine ganz zentrale Frage, was hat denn Putin angetrieben? So, darüber kann man füglich streiten. Darüber sollte man auch füglich streiten. Was allerdings tatsächlich passiert ist, ist, sowohl der Tübinger Osteuropa-Forscher Klaus Gestwar als auch die, ich glaube, Münchner Osteuropa-Forscherin Franziska Davies und viele andere hatten wohl im Vorfeld von dem Vortrag von Frau Krone-Schmalz angerufen bei der Volkshochschule und gesagt, wisst ihr, was ihr da tut? Wisst ihr, wen ihr euch da einladet? Nach dem Motto, sagt doch das bitte gleich wieder ab. Die Volkshochschule Reutlingen hat gesagt, wir denken überhaupt nicht daran, wir möchten, dass das Meinungsspektrum, dass der Debattenraum geöffnet bleibt, auch für andere Positionen. Und was schreibt jetzt Herr Gestwar dazu? Das muss ich im Wortlaut zitieren, weil das deutlich macht, auf welchem Niveau wir hier diskutieren. So.
So, das hat jetzt noch nicht geklappt, aber jetzt genau. Cancel Culture, so wird Herr Gistwa zitiert, ist oftmals das Wutgeheul derjenigen, die für ihren offensichtlichen Unsinn öffentliche Kritik ernten. Der Leiter der VHS Reutlingen sollte sich lieber Gedanken darüber machen, welche Gefahren von Gabriele Krone-Schmalz-Narrativen für unsere Demokratie und besonders für die Ukraine ausgehen. Das heißt also, die Vertreter der Regierungslinie, zu denen muss man ja Herrn Gistwa dann offensichtlich zählen, die bekennen sich offen dazu, dass sie sagen, jawohl, diese Stimmen, die hier versuchen, mal zu überlegen, welche Fehler sind denn bei der NATO passiert, gibt es denn vielleicht Gründe, auf die wir, wenn wir mit Herrn Putin verhandeln wollen, wenigstens mal eingehen sollen, was noch lange nicht heißt, diese Invasion gut zu heißen. Ja? Einen anderen Menschen zu verstehen, heißt noch lange nicht, das, was er macht, zu billigen. Ja? Das wird ja völlig übersehen bei der ganzen Geschichte. Tja, nein, sie bekennen sich offen dazu. Diese Stimmen dürfen keine Bühne haben. Frau Davies wird im selben Interview zitiert, ich würde niemals mit Gabriele Krone-Schmalz ein Podium teilen, das würde ja diese Frau Krone-Schmalz aufwerten, dann würde er den Eindruck bekommen, das sei eine seriöse Expertin. Nein, es heißt, die Frau Krone-Schmalz ist mit ihren Thesen gefährlich und das Gleiche wird dann auch behauptet, gleich am Anfang eines Artikels über Daniele Ganser in T-Online vom, Moment, das muss ich jetzt mal aufschlagen hier, vom 10.02.2023. Ja, Daniele Ganser gebe sich unaufgeregt und sachlich. Gerade das mache ihn so gefährlich. Leute, erkennt ihr das Muster aus der Corona-Zeit? Was hat der Tagesspiegel damals im Mai 2020 über Stefan Humburg geschrieben, als Stefan Humburg die Grafiken des Robert-Koch-Instituts auseinandergenommen hat? Ja, er präsentiere Fakten und seriöse Argumente. Gerade das mache ihn so gefährlich. Dann frage ich mich, für gefährlich für wen? Man tut immer so, auch das kommt in diesen Artikeln zum Ausdruck, es sei hier gefährlich für die Demokratie. Ja, sollte Daniele Ganser, so heißt es in demselben Artikel, würden zur Spaltung der Gesellschaft beitragen und letztlich die Demokratie gefährden. Die Demokratie lebt von Dissens, liebe Leute. Gefährlich sind Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz, genauso wie Stefan Homburg, genauso wie Suharik Bakhti, genauso wie Wolfgang Wodak, für jene, die sich einbilden, sie könnten uns vorschreiben, was wir zu denken und zu reden haben. Gefährlich sind die Menschen, die ich gerade zitiert habe, für jene, die meinen, sie könnten die Narrative der Regierung als absolute Weisheit verkaufen. Gefährlich für die Demokratie ist nicht Gabriele Krone-Schmalz, ist nicht Stefan Humburg, ist nicht Wolfgang Wodak, ist nicht Suharik Bakhti. Gefährlich für die Demokratie ist der mediale Einheitsbrei, den wir die ganze Zeit schon bei Corona erlebt haben und jetzt bei Ukraine wieder. Aber wie sicher Gistwa in der Blase fühlt, kann ich an einem weiteren Zitat belegen. Moment, wo habe ich es denn? Entschuldigung. Ah, das ist wieder T-Online vom 31.10. So, halt, nee, das ist es nicht, sondern ich muss in einen anderen Artikel rein. Da geht es wieder. Scheiß Datenflut, wa? Ja. Geht mir nicht anders. Nee. Dann habe ich es in dem Artikel vom 3.11., da ist Herr Gistwa noch mal ganz ausführlich zu Wort gekommen. Und so habe ich es. Ich hasse Cursor, die man auf der Oberfläche sieht. So.
Die Kritik an der großen Empathie von Frau Krone-Schmalz für die russische Politik und die Blindheit gegenüber deren zunehmende Konfrontations- und Kriegskurs ist weitgehend bekannt. Das ist jetzt ein Originalzitat. Sie kommt nicht nur aus Reihen der Wissenschaft, sondern auch von vielen Journalisten, an deren Arbeit Krone-Schmalz seit Jahren auch kein gutes Haar lässt, obwohl es in unseren Qualitätsmedien doch vielfach eine gute Berichterstattung gibt. Ja, welche Qualitätsmedien denn? Die Qualitätsmedien unserer Zeit heißen für mich Multipolar, Achse des Guten, Boris Reitschuster, Zickis Einblick und viele andere. Aber mit Sicherheit nicht Tagesschau und FAZ. Ja? Also, da schwelgt jemand in seiner persönlichen Blase und plädiert offensichtlich dafür, den Diskurs zu unterdrücken. So. Das Spannende ist, dass wir ein anderes Muster wiederfinden, dem wir auch schon bei Corona begegnet sind. Das Muster, die Leute, die hier Kritik üben, die haben doch in Wirklichkeit gar keine Ahnung. Ich erinnere daran, was hat man Wolfgang Wodak vorgeworfen? Das ist doch schon ein alter Mann, der längst auf dem Job draußen ist. Was hat man Suhre Bakhti vorgeworfen? Das ist doch schon ein alter Mann, der forscht doch gar nicht mehr. Und das Gleiche lesen wir jetzt wieder in t-online.de sowohl über Gabriele Krone-Schmalz als auch über Daniele Ganser. Die forschten ja nicht in qualitätsgesicherten, peer-reviewten Fachzeitschriften. Ja? Bei Gabriele Krone-Schmalz schreibt Herr Geestwar in t-online ein ganz ausführliches Interview vom 3.11.2022. Ja, die Dissertation, das sei eine sehr dünne Analyse des Russland-Bildes in den Schulbüchern, die habe er noch nirgendwo zitiert gesehen. Ja, also, auf gut Deutsch, und Daniele Gansers Habilitationsschrift über den globalen Krieg ums Erdöl, die sei gar nicht angenommen worden, weil, das schreibt jetzt nicht Herr Geestwar, das schreibt jetzt irgendjemand anders, zu wenig wissenschaftlich, Klammer auf. Vielleicht zu viel Wahrheit für unsere westlichen Regierungen, Fragezeichen. Also, dieses, der hat doch keine Ahnung, wird von Klaus Geestwar weiter untermauert. Der sagt nämlich, ja, also, sie war ja in den 90er Jahren Russland-Korrespondentin, sie zehre noch von ihrem Ruhm über die Berichterstattung aus dem Glasnost-Russland, das also Gorbatschow damals geprägt habe. Aber das sei alles Ruhm von gestern, also wirklich Ahnung habe sie keine. Und die wissenschaftliche Fachcommunity, der Frau Krone-Schmalz gar nicht angehöre, die sei geradezu entsetzt über das, was hier Frau Krone-Schmalz verbreite. Spannend fand ich dann auch, dass Herr Geestwar sagt, ja, es gebe Kollegen etwa und Kolleginnen etwa, die jeden besagte Franziska Davies, die sich die Mühe machten, die Narrative von Frau Krone-Schmalz auf Twitter zu widerlegen und viele seien dankbar für die sogenannten wirklichen Analysen. Ich wusste gar nicht, dass man solche Gegenanalysen auf Twitter bei 280 Wörtern Zeichen platzieren kann, aber spannend. Ne? Also ein ganz wichtiger Angriff, ein ganz wichtiges Muster, Angriff auf die Person. Jetzt hätte ich ja gehofft, es gäbe auch noch Sachargumente. Herr Geestwar meint nämlich, ja, viele der Tricks, der sogenannten Tricks von Frau Krone-Schmalz würden nur diejenigen durchschauen, die selber vom Fach seien. So, Herr Geestwar, Sie hatten ein ganzes langes Interview Zeit, um jetzt einer nicht fachkundigen Community zu vermitteln und zu belegen, warum Frau Krone-Schmalz falsch liegt. Und jetzt gucken wir uns mal das Interview vom 3.11. unter diesem Gesichtspunkt genauer an. Jetzt muss ich mir das hier wieder einrichten, das habe ich mir alles grün markiert. Da steht nämlich drin, Frau Krone-Schmalz verbreitet seit Jahren die politisch bedenkliche Mär, der Westen habe stets Putins ausgestreckte Hand zurückgewiesen und Russland nicht auf Augenhöhe behandelt. So, Herr Geestwar, Sie hatten in diesem Interview die Chance zu belegen, warum das eine Mär ist. In einem Interview kann man natürlich nicht das gleiche schreiben, derselben Tiefe wie in einem wissenschaftlichen Fachartikel. Aber wenigstens irgendwas von belegen wäre schön gewesen. Finde ich ja nicht. Machen wir weiter. Ärgerlich sei nicht nur die bedenkliche Narrative, die Frau Krone-Schmalz verbreitet. Klammer auf welche, die ja auch wieder nicht beliebt.
So, und jetzt geht es weiter. Wer sich die Mühe macht, die Argumentationsstrategie von Krone Schmalz zu Ende zu denken, wird erkennen, dass daran kaum etwas richtig und wichtig ist. Jetzt hätte ich gerne mal einen Beleg. An welcher Stelle hat sie was behauptet und was ist falsch? Und warum? Nichts sehe ich in diesem Interview davon. Haben Sie dafür ein Beispiel, wird jetzt der Gestwar von dem interviewenden Journalisten gefragt. Und dann antwortet er, Zitat, die Annexion der Krim war natürlich keine Notwehr eines bedrängten Russlands, sondern ein hinterhältiger Überfall auf ein souveränes europäisches Land, der zum Auftakt für einen großen Krieg wurde, der darauf zielt, die nach 1991 entstandene Sicherheitsordnung aus den Fugen geraten zu lassen. Zitat Ende. So, also 2015, die Annexion der Krim ist zum Auftakt für den großen Krieg geworden. Herr Gister, was sagen Sie denn dazu, dass die Berliner Zeitung am 10. Februar 2023 Folgendes berichtete? Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, hat da gesagt, der Krieg zwischen Ukraine und Russland habe schon 2014 begonnen. Was ja nur bedeuten kann, meine Damen. Da steht Herr Gestwar ganz schön im Regen, wenn seine eigenen Leute ihm da offenbar so in den Rücken fallen. Natürlich hat Herr Stoltenberg das als Vorwärtsverteidigung gerechtfertigt. Was ja gleichzeitig bedeutet, die NATO sieht sich seit 2014 im Krieg mit Russland. Das ist eine ganz spannende Vorstellung. Ja. Leute, wer treibt uns hier in den Krieg und wer bringt die Botschaft des Friedens? Warum gehen die Leute zu Daniele Ganser, während die Gegendemo in Hannover vor 100 verstreuten Handeln stattfand? Weil sie keine Kriegshetze in den deutschen Mainstream-Medien mehr hören wollen, sondern endlich Friedensbotschaften. Und Daniele Ganser liefert sie. Ja. Also, Herr Gestwar, Sie haben nicht nur keinen Beleg, Sie liegen ja auch noch falsch. Sie werden hier von Ihrem eigenen Verbündeten, Herrn Stoltenberg, Lügen gestraft. Dumm gelaufen. So, jetzt geht's weiter. Zitat, Klaus Gestwar. Beim Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 und dem Novichok-Anschlag auf die Skripals 2018 wandte sie sich, Frau Krone-Schmalz, empört gegen die Vorverurteilung Russlands und wiederholte die Entlastungsargumente des Kremls, um diesen damit aus der Schusslinie zu nehmen. Mittlerweile wissen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, was passiert ist. Und wie sehr Gabriele Krone-Schmalz mit ihren früheren Aussagen heute im Regen steht. Das würde ich jetzt mal interessieren. Gibt es dafür Belege? Herr Gestwar, Sie hätten in diesem Interview die Chance gehabt, einem Laienpublikum zu erklären, was wirklich Sache ist. Nämlich mit Belegen und nicht mit Behauptungen. Wie kann ich denn jemand anders Unwissenschaftlichkeit vorwerfen, wenn ich selber die Mindestanforderungen an wissenschaftliche Standards nicht einhalte? Übrigens ein Vorwurf, den Herr Gestwar genau mit diesen Worten an die Adresse von Frau Krone-Schmalz richtet. Herr Gestwar hatte die Chance, seine Sicht der Dinge mit soliden Fakten nahezubringen. Aber weder hat er sie gebracht, noch hat der Interviewer danach gefragt. Tja, wie heißt es so schön in der Bibel? Du siehst den Dorn im Auge deines Nächsten. Der Balken in deinem eigenen Auge bleibt dir offenbar verborgen. So. So. Ich zitiere ein Gestwar weiter. Wer diese Taktiken des Blame Game von Frau Krone-Schmalz durchschaut, dem fallen die evidenten Widersprüche und Auslassungen auf. Wieder wird nicht erläutert, wo Widersprüche und wo Auslassungen sind. Es gibt engagierte Kollegen, allen voran Franziska Davies und Matthäus Wiowski, die sich auf Twitter, wie gerade schon zitiert, die Mühe machen, die Vorträge von Gabriele Krone-Schmalz durchzugehen und über ihre Falschaussagen aufzuklären. Tja, wo sind Sie denn die Falschaussagen? Ich habe das Wort Twitter ist unterstrichen, das kann man anklicken. Ich habe gehofft, ich kriege diese Twitter-Analysen mit einem Klick zu sehen.
Da komme ich nur auf eine allgemeine Seite von T-Online. Also nicht auf die Twitter-Analysen von Herrn Behorst und von... Entschuldigung, ich habe jetzt falsch ausgesprochen. Nicht auf die Analysen von Herrn Behofsky, nicht auf die Analysen von Frau Davies, sondern auf eine völlig unspezifische T-Online-Seite. Ja, wo sind Sie denn die Belege, die den wissenschaftlichen und journalistischen Standards so fundamental entsprechen, dass Ihre Auslassung, Ihr Versäumnis einen so großen Fehler darstellt? So. Ich zitiere ein Gester weiter. Hochproblematisch ist vor allem, dass Gabriele Kohne-Schmalz viele Fakten verzerrt darstellt, um sie für ihre Narrativ passend zu machen. Ja, welche Fakten hat sie wo verzerrt dargestellt? Ich zitiere weiter. Sie übergeht, dass sich bei Euromandan um die größte demokratische Massenbewegung in Europa seit dem Ende des Sowjetimperiums handelte. Das ist seine Bewertung. Die mag man so vertreten. Aber sie als absolute Wahrheit darzustellen und damit sogar Fakten und Wertung zu vertauschen, das ist eine Verfehlung sowohl journalistischen als auch wissenschaftlichen Standards. Denn um zum Ergebnis zu kommen, dass die Euro-Revolution auf dem Maidan eine demokratische Massenbewegung sei, muss ich ja erstmal wieder Fakten benennen, die diese Bewertung untermauern. Tja, also... Immerhin einen Literaturhinweis bringt er noch. Zitat, die Lektüre der Werke von Timothy Snyder und Karl Schlögel könnten hier für die dringend benötigte Nachhilfe sorgen. Zitat Ende. Dann würde ich wenigstens mal die Buchtitel gerne wissen. Ja, also, und trotzdem, Herr Gestwan, Sie hatten die Chance, den Menschen, denen Sie gerade unterstellt haben, Sie können nicht hinter die Maske gucken, das sei ja alles manipulativ, der Vorwurf manipulativ wird sowohl gegen Daniele Ganser als auch gegen Gabriele Kohne-Schmalz gerichtet. Ja? Sie hatten die Chance, in diesem Interview für Aufklärung zu sorgen. Sie haben diese Chance, Herr Gestwan, leichtfertig verspielt und gleichzeitig werfen Sie der VHS in Reutlingen vor, sie hätte die Chance zum Diskurs leichtfertig verspielt, weil diese Thesen nicht mit den Darstellungen der Opfer aus der Ukraine gegenübergestellt worden sein. Da kann ich nur sagen, den Menschen, die hier versuchen, einer friedlichen Lösung das Wort zu reden, die werden doch alle von dem Bestreben getrieben, dass jeder Tote in der Ukraine einer zu viel ist. Ja? Und was uns hier heute vereint, ist die Einsicht, mit Wirtschaftsaktionen, mit Waffenlieferungen, machen wir alles noch schlimmer, bringen wir noch mehr Tote. Aber das wollen die Menschen, die wir nicht haben. Stattdessen schreibt ein Mensch namens Sascha Lobo, das ist einer der allerschlimmsten, ich muss es wirklich so sagen, Schmierfinken, die ich in den etablierten Medien so in den letzten Jahren kennengelernt habe, auf einem Artikel, die Friedensschwurbler, so nennt er sie, denen gehe es doch nur um ihren eigenen Frieden, die hätten doch keine Solidarität mit der Ukraine, die verlangten von der Ukraine, sich mit ihren Mördern und Vergewaltigern zu arrangieren. Nein! Das verlangt niemand von uns, sondern was wir erwarten ist, dass dieses Morden und Vergewaltigen endlich aufhört und so wie es die Regierung hier macht, hört es mit Sicherheit nicht auf. Das will Herr Lobo aber nicht wahrhaben, denn tja, er lebt ja offenbar davon, die Narrative der Regierung zu verbreiten. Das ist übrigens ein weiteres Muster. Daniele Ganser, der verdiene ja einen Haufen Geld mit seinem Unternehmen, mit Thesen, mit seinen Vorträgen. Ja, das hat man Wolfgang Bodak auch vorgeworfen, dass sein Buch Falsche Pandemien, das habe er nur gemacht, um Geld zu verdienen. Suhari Bhakti, Corona-Fehlalarm, das sei ja nur geschrieben worden, um Geld zu verdienen. Ich bin ja so froh, dass die Impfstoffindustrie mit Aufopferung von der Selbstlosigkeit diese Impfspritzen zur Verfügung gestellt hat. Und überhaupt kein Geld verdienen wollte, diese Milliardengewinne sind ja alle nur Zufall. Wir kommen jetzt hin. Aber wir merken es wieder. Wir finden nirgendwo ein Sachargument, sondern immer nur Angriffe auf die Person. Ja?
So, gucken wir nochmal, was haben wir denn hier? Tja, jetzt behauptet Herr Gister weiter, Frau Grotenschmalz verdrängen, dass es Putin mit dem Einmarsch seiner Truppen um die Entukrainisierung des östlichen Europas gehe, von diesem zerstörerischen Maximalziel rückt er bis heute nicht ab. So, Zitat Ende. Tja, ich weiß, eine der zentralen Fragen, über die wir wirklich streiten können, ist, was treibt Herrn Putin gerade an? Wenn wir es wissen wollen, müssen wir natürlich da in die Analyse gehen. Und es wäre schön gewesen, wenn Herr Gister diese Einschätzung über die Intention von Herrn Putin belegt hätte. Passierte wieder nicht. So, also, kommen wir mal zu Daniele Ganser. Daniele Ganser wird gerade, weil er mit seinen Büchern ja auch Geld verdient, mit seinen Vorträgen ja auch Geld verdient, in diesem T-Online-Artikel, so lautet Überschrift, gebrandmarkt als, Zitat, Verschwörungsunternehmer. Also ein ganz neues Wort. Der Verschwörungsunternehmer. Und auch hier heißt es, er publiziert nicht mit in peer-reviewten Zeitschriften, er stelle seine Methoden nicht zur Diskussion. Ja, würde er gerne machen, wenn jemand mit ihm diskutieren würde. Das macht aber keiner. Vielleicht, weil wir keine Argumente haben. Dann lieber jemanden aus dem Diskurs ausschließen. Kennen wir auch schon aus Corona. Ja? Und wieder ohne Beleg, er mischt seriöse und unseriöse Quellen. Ja? Das ist ein Vorwurf, der in T-Online gegen ihn erhoben wird vom 10.02.2023. Das Zitat stammt übrigens aus der Aargauer Zeitung. Sie wissen das ganz besonders gut. Ja? Wer hat es gefunden? Die Schweizer? Na gut, egal. Und die Aargauer Zeitung weiß bestimmt auch, woran man seriöse und unseriöse Quellen voneinander unterscheidet. Schade, dass uns diese Kriterien dafür hier nicht offengelegt sind. So. Und es gebe, so heißt es, unzählige Quellen und Wissenschaftler, die bereits über Ganser berichtet haben. Die Osteuropa-Historiker würden eine breite Front gegen ihn aufmachen. Das ist ein weiteres Muster. Es gebe eine ganz breite Front, die sich entsetzt über den Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz äußern. Eine breite Front von Wissenschaftlern, die sich gegen Herrn Ganser stellten. Genauso wie uns gesagt wurde, es gibt eine breite Front von Wissenschaftlern, die Bodaks Thesen nicht für richtig halten, die Bakhtis Thesen nicht für richtig halten. Tja, als ob über die Wahrheit mit Mehrheit entschieden würde. Das ist eine Verletzung wissenschaftlicher Standards, wenn ich Wahrheiten und Mehrheiten miteinander verwechsel. Albert Einstein soll mal gesagt haben, auf den Einwand hin, hör mal, deine Theorien sind durch 100 Wissenschaftler widerlegt. Da muss er geantwortet haben, so wie ich es nicht 100. Um mich zu widerlegen, reicht ein einziger. Ja? Es kommt nicht auf die Quantität der Stimmen, sondern auf die Qualität der Argumente an. Und das Spannende an der Wissenschaft, ich bin ja nun selber Wissenschaftler, das Spannende an der Wissenschaft ist, die Wissenschaft ist ein nie endender Wettbewerb um Fakten, um Argumente, um Solidität der Quellen. Dieser Wettbewerb endet unter anderem deswegen nie, weil es bei diesem Wettbewerb keinen Schiedsrichter gibt. Es gibt immer nur Mitspieler. Die ganze Fehlkonstruktion dieser ganzen Drittmittelwirtschaft, die wir aktuell haben, ist ja die, dass Fachgutachter, etwa bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu Schiedsrichtern darüber gemacht werden, was förderungswürdig ist und was nicht. Diese Fachgutachter sind aber selber Akteure des Wettbewerbs. Die sind ja nur deswegen überhaupt als Gutachter geeignet, weil sie auch selber in der Forschung tätig sind. Das ganze Prinzip der Drittmittelforschung beruht komplett auf einer Fehlkonstruktion und natürlich müsste ich, wenn ich jetzt mal tiefer einsteigen würde, was ich nicht geschafft habe für heute, mal überlegen,
Wo bekommen denn diese ganzen Leute, die sich so ablehnend, ja geradezu herabsetzend über Ganser und Krone Schmalz äußern, wo bekommen die denn selber ihre Fördergelder her? Ja? Das will ich. Wie gesagt, und noch einmal, damit ich mich jetzt nicht selber eines Arguments ums ad hominem schuldig mache. Wenn ich Drittmittel für meine Forschung bekomme, heißt das noch lange nicht, dass das, was ich sage, falsch ist. Ja? Was ich aber erwarte, ist, dass die Menschen den sachlichen Diskurs suchen, anstatt zu sagen, die Gegenmeinung ist Unsinn und wir haben Recht. Wissenschaftsfeindlich ist nicht, wer Fragen stellt. Wissenschaftsfeindlich ist, wer Absolutheitsansprüche erhebt. Und genau das passiert hier. Ja? Herr Ganser wird in diesem C-Online-Artikel vorgespiegelt, er gebe vor, nur Zweifel zu säen und kritische Fragen zu stellen. Nein, nein, das gibt er nicht vor. Er stellt kritische Fragen. Er erwartet von den sogenannten Osteuropa-Wissenschaftlern Antworten. Und die Antworten, die er bekommen hat, haben ihn offenbar nicht zufriedengestellt. Das ist mein gutes Recht zu sagen, das, was bis jetzt in der Forschung rausgefunden wird, stellt mich nicht zufrieden. Wissenschaft ist der Stand des Zweifels, oder um es überspitzt auszudrücken, Wissenschaft ist der Stand des Niveaus, auf dem wir Menschen keine Ahnung von unserer Welt haben. Ja? So. Das heißt also, diese ganzen sogenannten Berichte, die sind in hohem Maße, tja, manipulativ. Es wird so getan, als würden Frau Krone Schmalz und Herr Ganser offensichtlichen Unsinn erzählen. Das wird aber an nicht einer einzigen Stelle mit irgendeinem Argument belegt, sondern es wird gesagt, das sind Spinner, das sind Idioten, die erzählen längst wieder linken Unsinn, redet gar nicht erst mit denen. Wenn dir jemand sagt, du darfst etwas Bestimmtes nicht denken, dann denke ich erst recht. Wenn jemand sagt, du darfst mit jemandem Bestimmten nicht reden, dann rede ich mit dem erst recht. Warum? Weil ich mir als aufgeklärter Mensch nicht vorschreiben lasse, was ich zu denken habe, mit wem ich zu reden habe, sondern weil ich mir das Recht nehme, mit meiner eigenen Meinung zu bilden, in dem vollen Bewusstsein dessen, dass ich vielleicht selber was übersehen habe. Ja? Diskussion ist ein Kommunikationsprozess, der durch die Möglichkeit gekennzeichnet ist, dass die eine Seite die andere von ihren Argumenten überzeugt. Das, was wir hier sehen, ist keine Diskussion, das ist Diffamierung. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Ulrike Gero. Da stand auch, Moment, ich muss das hier wieder. Das ist ein Beitrag vom 2. November 2022. Ulrike Gero ist auch eine, die sich mit den Narrativen aus den etablierten Medien, was den Ukraine-Krieg anbelangt, nicht zufrieden geben möchte. Und die insbesondere für die ganze Kriegstreiberei die Berichterstattung in den Medien verantwortlich macht. Das gefällt natürlich T-Online überhaupt nicht, weil die natürlich damit selber angegriffen sind. Kein Wunder. So. Überschrift. Bonner Professoren in der Kritik. Man kann Gero nicht mehr auf Studierende loslassen. Da haben wir sie wieder, die Cancel Culture. Jemand, der umstrittene Thesen vertritt, der soll, also was heißt eigentlich umstritten? In den Nachdenkseiten stand da ein schöner Beitrag drin. Es ist doch gut, wenn jemand umstritten ist. Ich muss sagen, als Wissenschaftler wäre ich beleidigt, wenn ich nicht umstritten wäre. Ja? Umstritten heißt doch nur, ich rege mit dem, was ich publiziere, zu kontroversen Diskussionen an. Wer bin ich denn, dass ich hier absolute Wahrheiten verkünden will? Es ist für mich eine Ehre, dass über meine Thesen gestritten wird. Es ist schön, wenn der eine oder andere sie richtig findet. Es bricht mir aber keinen Zacken aus der Krone, wenn sie jemand für falsch hält. Ja? Ja? Aber diese Größe scheinen viele nicht zu haben. Zu erkennen, ja? Es kann sein, dass der andere recht hat. Ja? So. Und dann heißt es eben, tja, die Ukraine, ein Vehikel amerikanischer Dominanz, bestrebt in der russischen Version, eigentlich gar keine solche Ukraine, habe den Krieg
mit Russland begonnen, stellvertretend für den Westen. Das so wird Frau Gero zitiert nach dem Motto, das ist wieder so eine, die unseren Narrativen, Russland ist an allem schuld, widerspricht. Also, lasst diese Frauen nicht mehr auf Studenten los, das ist ja viel zu gefährlich. Die könnten ja Menschen sogar irgendwie beeinflussen. Cancel Culture beruht doch auf der Angst derjenigen, die sie befürworten, dass jene, die man unterdrücken möchte, mit ihren Aussagen eine breite Masse überzeugen könnten. Ja, Leute, Cancel Culture heißt, wir weigern uns, uns genau diesem nie enden wollenden Wettbewerb zu stellen, um Argumente, um Fakten, um Quellen. Tja, stattdessen behaupten wir ohne Beleg, dass was die Gegenseite behauptet, sei ja doch alles Unsinn. Leute, ihr macht es euch zu einfach. Das an die Adresse von Herrn Gestwa, an Frau Davies und wie sie alle heißen. Sie machen es sich zu einfach, wenn sie Personen, die sie nicht für ausreichend qualifiziert halten, aus dem Diskurs ausschließen wollen. Sie müssen sich die Mühe machen, ihre Fakten, ihre Argumente in einer auch für das Laienpublikum verständlichen Weise darzustellen. Und es ist Aufgabe der Journalisten bei T-Online, diese Bemühungen dann auch entsprechend zu spielen. Mindestens Letzteres ist hier unterblieben. Ich weiß nicht, was Frau Davies auf Twitter so Schönes publiziert, um die Menschen aufzuklären, wenn es denn Aufklärung ist. Weil T-Online mir mit einem völlig nichtssagenden, belanglosen, letztlich ins Leere laufenden Link die Chance zu dieser Nachprüfung verweigert hat. Ja, so. Und natürlich heißt es, Gero's Thesen sind unter ihren Fachkolleginnen und Kollegen schon länger mindestens umstritten. Ja, lasst uns umstritten sein. Es ist gut, wenn wir endlich wieder streiten. Und zwar mit Sachargumenten. Ja? So. Aber natürlich heißt es, ich vermute, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, wird da spekuliert, dass die Frau Gero überhaupt nach Bonn berufen wurde. Ich vermute, wegen ihrer Reichweite in Social Media und flacher, jedoch ihr gut verkaufter Bücher. Also Leute, ich bin nun lange genug in Berufungskommissionen an der Universität gesessen. Niemand ist bei uns jemals wegen flacher, jedoch gut verkaufter Bücher berufen worden. So, wissen Sie, was wir machen, wenn wir die Stellen besetzen? Wir gucken uns erstmal an, was haben die für ein Schriftenverzeichnis in den Bewerbungsunterlagen? Und das Mindeste, was wir lesen, wir können nicht alle Aufsätze lesen, wenn da die Leute mit 200 Publikationen kommen, völlig unnötig, irgendwann müssen wir die Stelle ja besetzen. Aber wir sagen denen, Kinder, schickt uns doch mal die Schriften von euch, die ihr selber für am wichtigsten haltet. Was wir auf jeden Fall lesen, ist die Doktorarbeit, was wir auf jeden Fall lesen, ist die Habilitationsschrift soweit vorhanden. Es geht ja mittlerweile auch mit einer positiv evaluierten Juniorprofessur. Das ist eine Kernarbeit, sich durch diese dicken Wälzer zu quälen. Wegen flacher, jedoch gut verkaufter Bücher haben wir noch nie jemanden berufen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die Politikwissenschaftliche Fakultät in Bonn gemacht hat. Ich glaube das schlicht und einfach nicht. Das ist eine bösartige Unterstellung. Ja? So. Ein Stellenbesetzungsverfahren für die Neubesetzung einer Professur an einer staatlichen deutschen Universität ist ein riesengroßer Aufwand. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die Journalisten, die hier den Werdegang von Frau Gero in Frage stellen, mal entsprechend kritische Fragen an Herrn Lauterbach stellen würden. Ach, herrlich. So. Also, die Menschen, die sich, wie Frau Krone-Schmalz, ich habe den Vortrag ja in voller Länge gehört, der war ja auf YouTube anrufbar, wie Daniele Ganser, von dem habe ich immer den Vortrag selber, da konnte ich nicht hin, wäre ich gerne hingekommen, hätte auch die Möglichkeit gehabt, ich muss bloß am nächsten Morgen in Westerstede bei Oldenburg eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen gegen
einen den Vorwurf verteidigen, sie sei ungespritzt zur Arbeit erschienen. Das war so ein Bußgeldverfahren, das ich vertreten habe. Also, da musste ich um 8.45 Uhr antreten, da konnte ich nicht vorher noch in Hannover sein, am Abend vorher. Aber das sind Menschen, die sprechen die Sprache des Arguments, die sprechen die Sprache des Friedens. Ihre Gegner sprechen die Sprache des Hasses, der Ausgrenzung, der Herabsetzung des eigenen Überlegenheitsdunkels. Überlegenheitsdunkel ist in der Wissenschaft ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Ich weiß nicht, ob Frau Krone-Schmalz mit ihren Thesen recht hat. Ich weiß nicht, ob Herr Ganser mit seinen Thesen recht hat. Ich weiß nicht, ob Frau Gero mit ihren Thesen recht hat. Ich weiß nur, durch solches Gebrüll, wie ich es hier gerade zitiert habe, werden diese Menschen nicht widerlegt. Da werden vielleicht einige davon abgehalten. Setzt euch damit besser gar nicht erst auseinander. Hilfe! Ja, ich muss sagen, mich reizen diese Artikel bei t-online.de noch mehr als ohnehin schon vorher dazu, mich mit diesen Thesen zu beschäftigen. Denn vielleicht kommt am Ende raus, dass die Leute, die uns immer weiter in den Krieg treiben wollen, Herr Geest veräußert, ja, diplomatische Lösung sei jetzt da überhaupt nicht möglich. Ja, und es sei ja auch ein Narrativ. So wird es in einem dieser T-Online-Artikel, ich weiß jetzt gar nicht, auf welchen der sich jetzt bezog, gesagt, ja, es sei ein Narrativ, dass der Westen die Verhandlungen torpediert hätten. Das Gegenteil sei der Fall. Da wird auf einen ZDF-Faktencheck verwiesen. Naja, was wir davon zu halten haben, wissen wir ja nun auch seit Corona. Ne? Heißt auf gut Deutsch, ich habe diesen Faktencheck überflogen und er hört sich für mich wesentlich differenzierter an als das, wofür er dann bei T-Online zitiert wird. Ich muss zurück zu meinen Gedanken. Jene, die die Sprache der Ausgrenzung, des Überlegenheitsdünkels, der pauschalen Abwertung Andersdenkender sprechen, die sprechen nicht die Sprache des Friedens, sie sprechen die Sprache der Kriegstreiber. Und ich möchte noch einmal betonen, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, aber ich glaube, wir können es nicht oft genug wiederholen. Diejenigen, die sich wie wir heute bei strömendem Regen, vielleicht woanders auch bei Sonnenschein, versammeln, um für Frieden zu demonstrieren, die reden nicht etwa in irgendeiner Weise den Bomben, den Schüssen, den ganzen Morden der Vergewaltigungen, wobei ich natürlich nie weiß, ob das auf der Gegenseite genauso passiert, aber das weiß man sowieso nie. Belastbare Informationen aus den Kriegsgebieten bekommt man während eines laufenden Kriegs sowieso nicht. Ja? Wir reden nicht der Fortsetzung von Mord, Vergewaltigung, Bomben, Artilleriefeuer und sowas das Wort, sondern was wir wollen ist, der Krieg muss enden und zwar so schnell wie möglich. Was wir wollen ist Schluss mit Mord. Schluss mit Vergewaltigung! Wir glauben bloß nicht, dass die Politik den richtigen Weg dorthin aktuell weist. Und wir befürchten sogar, dass die Politik, so wie sie gerade formuliert wird, diesen Weg gar nicht gehen will. Wenn Herr Stoltenberg sagt, schon 2014 ist es losgegangen, hört sich das nicht so an, als wolle man diesen Krieg so schnell beenden von der NATO-Seite her. Sondern das hört sich dann eher an, als seien manche Dinge, die jetzt gerade laufen, schon länger geplant gewesen. Jedenfalls müssen wir uns dieser Vorstellung öffnen. Und es wäre schön, wenn ich von den sogenannten Osteuropa-Forschern, die ja ihre tollen Thesen in qualitätsgesicherten Zeitschriften publizieren, dazu mal eine plausible Antwort bekäme. So, das wollte ich mal zum Vortrag bringen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch einen abendfüllenden Vortrag halten können, wenn ich mir noch andere Medien vorgenommen hätte. Aber ich glaube, exemplarisch haben wir ganz gut gesehen, mit was für Methoden in den sogenannten Qualitätsmedien gearbeitet. Corona gehört haben. Nur, wir haben
durch das, was wir in den letzten 3 Jahren gelernt haben, Antikörper und T-Zellen gegen eine solche Rhetorik entwickelt. Wir sind grundimmunisiert und deswegen lassen wir uns von sowas nicht verarschen. So, Leute, ich bin am Ende. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, Martin. Ein Applaus für Martin. Alles Besondere. Also, wenn ich so reden könnte, würde ich jedes Wochenende durch ganz Deutschland fahren und nur reden schwingen.